Hallo und herzlich willkommen zurück nach draußen in die freie Welt. Ich hatte gerade eben schon mal ein Video aufgezeichnet, das war aber 5 Minuten, nur dann ist es mir abgestürzt. Da habe ich gar nicht so viel gemacht. Ich habe allerdings hier oben auf dem Dach, sieht man das jetzt vielleicht, hier einen Hintergrund aus Dreck hingelegt, in der Hoffnung, dass dann Gras hier wächst und ich Eicheln setzen kann. Außerdem habe ich da oben aufs Dach die beiden gesammelten Statuen gestellt. So, jetzt wollte ich mal sehen. Das Dämonenerz können wir wohl einschmelzen. Dafür brauchen wir aber noch mehr. Was wir aber jetzt machen können, wäre mal. Oh nee, das ist Geld, das ist Goldverschwendung. Wir können noch ein paar Golderze einschmelzen. Noch ein paar Eisenbarren einschmelzen. Wieder mal ein paar Kupferbarren einschmelzen. Und dann können wir jetzt mal sehen beim Thema Rüstung. Wir haben ja wirklich eine sehr schöne Waffe. 5 Abwehr. Für 35 Goldbarren. 4 Abwehr. 4 Abwehr. Wir haben ja den Silberbarren. 4 Abwehr. 3. Also es ist natürlich ein bisschen. Wir haben hier 6 und da 8. Wir gucken mal da rein. Packen mal die 8 da dazu. Die 6 packen wir auch da dazu. Und die 4. Die beiden Golderze noch mit rein. Kupfer. Schlickblock. Dämonit-Erz. Das können wir also. Brauchen wir noch 2, dann können wir den ersten Barren schmelzen. Eisenerz. So, jetzt gucken wir mal rein in die Kiste. Wir haben noch 21 Silbererz und wir haben 22 Silberstücken. Barren, so 17 Goldbarren, 17 Eisenbarren. Können aber noch ein bisschen Eisenerz einschmelzen. Können auch noch ein bisschen Silbererz. Das machen wir mal. Dann machen wir das mal voll hier. Das machen wir mal. Ach so, stehen genau davor. Prima. Da ist es. Da brauchen wir immer 3. Da brauchen wir auch immer 3. Da brauchen wir immer 4. Und beim Gold brauchen wir, glaube ich, auch 4. So. Ach, falsch. Das war jetzt so gar nicht gewollt. Sinnlos will ich mir das hier nicht vollknallen. So. Glaswand und Glas lassen wir mal hier drin. Die Linsen lassen wir gleich auch hier drin. Mal gucken, was wir damit noch anfangen können irgendwann. Jetzt haben wir jedenfalls 17 Gold, 21 Eisen und 27 Silber. Das bedeutet, wir könnten einen Hut mit 3 Abwehr bauen. Dafür bräuchten wir noch etwas Silber. Wir sammeln noch ein bisschen. Es geht uns ja im Moment nicht schlecht. Wir schaffen das ja ganz gut. Ärgerlich ist ein bisschen, dass wir unten bei dem Haus jetzt nichts haben. Und ich habe gerade mal geguckt, habe mal gegoogelt. Einen Teleporter kann ich später mal von einem NPC kaufen. Da wir bisher aber noch nicht so dazu in der Lage sind, machen wir erstmal folgendes: Naturblock. Ach komm, du bist doch ganz schön. Komm, geh weg da. Genau, da machen wir nämlich jetzt diese Pflanze noch mit dazu. Die Eicheln haben mir nichts gebracht. Dschungelspuren. Kiste ist voll. Wir nehmen mal die mit, die können wir nämlich essen. Das ist gar nicht so verkehrt. Knochen, die habe ich ja auch schon reingelegt. Ich weiß nicht, was soll ich mit Leuchtwurzeln machen? Die wachsen. Die Leuchtwurzeln sind hier oben gewachsen. Kann man die essen? Ich will mal gucken. Das sind einfach nur Material. Wofür die Material sind, das weiß ich nicht. Machen wir sie da rein. Da machen wir auch die Dschungelspuren mit rein. Dschungelgras, Saat. Eisenerz nicht. Dann können wir die hier rausnehmen. Was habe ich denn da jetzt reingelegt? Die hatte ich da reingelegt und die auch. Machen wir mit hier oben hin. Aufpassen, dass man sich nicht verdrückt.
Wo sind denn jetzt die Sternschnuppen? Die sind da hinten, ne? So. Die Erze packen wir jetzt hier rein. Wobei ich die sowieso gleich wieder im Inventar habe, das weiß ich jetzt schon. Schlickblock, interessant. Das können wir, das sind Sachen, die wir immer gebrauchen können. Das sind auch Sachen, die wir immer gebrauchen können. Hat man einmal die Chance, macht man es ein bisschen ordentlich gleich, wenn es einmal ein bisschen aufgeräumt ist hier. Das sind auch Sachen, die wir brauchen können. Dreckwand brauchen wir jetzt nicht mehr. Die habe ich da hinten benutzt. Die packe ich mal mit hier rein. Schlamm lege ich auch mit da rein. Da liegt jetzt auch eine Linse drin. Ach Mann. Bisschen durcheinander. Wo habe ich denn die abgepackt? Hier habe ich sie abgepackt. Gut. Schlickblock und Dreckblock. Den brauchen wir immer zum Bauen. Den brauchen wir eigentlich nicht. Gut, so. Jetzt gehen wir nochmal runter und gucken uns nochmal. Also wie gesagt, für den Teleporter brauchen wir noch ein bisschen was. Wir erkunden jetzt nach unten nochmal ein bisschen die Welt. Komm mal her, roter Schleim. Du bist meine. Also dieser Boomerang ist eine sehr, sehr gute Waffe. Da ist auch eine Leuchtwurzel. Ich weiß nicht, was die Leuchtwurzeln bringen. Ob die hier unten einfach Licht machen. Und ob das die sogenannte Verderbnis ist, weiß ich auch nicht. Und selbst wenn, dann weiß ich nicht, was sie mir bringt. Das finden wir alles noch raus. Mal nachgoogeln. Machst du es dir gemütlich hier bei mir zu Hause? Und immer noch keine Haken. Also ich bin ein bisschen irritiert. Wenn wir dann hier unten mal irgendwann einen Amboss hinbauen? Stimmt, machen wir das. Oh. Freundchen, Freundchen, bevor du mich killst, dann lieber so rum. So, hier hatten wir das Dämoniterz hergeholt. Was soll denn das? Da war das Dämoniterz, das war irgendwo hier oben, glaube ich. Da kommen wir jetzt aber nicht mehr hin, weil ich habe extra gesagt, hier machen wir zu. Ist aber undramatisch, dann machen wir nämlich Folgendes. Wir machen das einfach so. Bauen das hier an. Dann können wir nämlich hochhüpfen aufs Haus. Dann holen wir uns gleich noch das Kupfer. Hört das nämlich auch mal auf, hier oben rum zu blinken. Bist du jetzt? Also Freundchen. Knochen sind genau das, was wir gebrauchen können. So, dahin gibt es auch noch was zu holen. Das Haus ist uns doch eigentlich echt gut gelungen hier, so mitten im Keller. Da oben gibt es auch noch was zu holen, bringt auch noch was. Schauen, wir schauen, wir schauen, wir schauen. Was steht denn hier eigentlich jetzt noch rum? Was ist denn das? Auch eine Statue? Ja. Eine Pilzstatuette. Nehmen wir mit. Okay, so. Das ist, glaube ich, Eisenerz, ne? Sehe ich das richtig? Jawohl.
Ich bin unschlagbar mit meiner Waffe hier, Freundchen. Wenn du mich haust, hau ich total zurück. Das sind alles noch ein paar Sachen, die hier noch übrig geblieben sind. Der Rest vom Schützenfest. So, hier oben gab es Dämonit-Erz. Und ich will mal gucken, ob wir mit ein bisschen Ausleuchtung noch mehr finden. Aha. So dachte ich mir das. Eine Kupferader. Und, was ist das noch? Kupfer und Eisen, glaube ich. Also ich hätte gerne hier unten in das Haus einen Teleporter, aber dafür brauchen wir wohl erst einen NPC, der uns einen Teleporter verkauft. Und dann müssen wir Kabel bauen und die Teleporter miteinander verbinden. Und ich weiß noch nicht ganz genau, ob das hier in der Android-Version denn genauso funktioniert auch. Wie bei Windows. Hier ist schon ein Raum. Das müssen wir erst rausfinden. Und wieder eine Kiste da unten. Hacken wir uns mal rein. Oh, das klingt ja auch gut. Wir hacken uns mal rein. Pfeile, Dämonenauge, Dynamit, Flammenpfeile, Leuchtstäbe, eine Goldmünze. Gute Arbeit. Wir sind doch echt die Plünderhainis schlechthin. Ach, wieder falsch. Smack, sag mir das doch, wenn ich hier so ein Käse mache. Natürlich war es klar, dass es nicht reicht. Ach, hier dieser blöde Pfosten da im Hintergrund. Oh nein, eine Mini-Hornisse. Ich glaube, Hornissen, das hatten wir ja schon mal. Unsere besten Freunde sind das nicht. Oh, da glänzt doch schon wieder was auf dem Dach. Achso, pass mal auf. Da wir die Kisten ja mitnehmen können. Oh, da habe ich doch auch schon wieder was leuchten gesehen. Leute, hier unten, da kommt man ja gar nicht mehr. Da wird man gar nicht fertig hier. Hier wird man überhaupt nicht fertig mit abbauen. Überall alles ständig glänzt. Ich will ja mal eigentlich die weiter erkunden, was es hier noch zu sehen gibt. Überall glänzt es und leuchtet es hier. Rubine. Was ist denn das? Silbererz? Glaube ich schon, ne? So, noch diesen einen Schlag noch, damit es kaputt geht. So. Eine Dschungelfledermaus. Das heißt, da unten ist doch schon wieder eine Höhle. Das gibt's ja nicht. So, das war's schon, nicht? Ist hier noch mehr? Nö, das ist alles Stein nur noch. Die werden wir mal abwarten. Das machen wir später. Wir gehen mal hier raus. Wir kämpfen uns mal eben durch die Hornissen. Oder die sich durch uns. Oh, ein Menschenfresser.
kommt er her? Wo will er hin? Wir halten uns mal alles vom Leib so ein bisschen. Also die schießen hier, das gibt's doch gar nicht. Wir verstecken uns und nehmen einen Pilz zu uns. Stellen wir schnell eben die Kiste dahin. So. Dann essen wir mal einen Pilz. Und eine Fackel. Stellen wir daneben. Ob sich diese ganzen Kreaturen hier auch wieder von Licht anlocken lassen? Wie es bei Minecraft der Fall war? So. Neue Anleitung freigeschalten. Wir haben wieder was bekommen. Das kam, glaube ich, durch diesen Menschenfresser. Na, wo bist du? Wo bist du, hm? Sind wir vergiftet? Schauen wir doch mal, was haben wir denn gefunden? Wir haben gefunden eine Weinrebe. Ich glaube ja vielmehr, dass wir... Jesters Pfeil. Sternschnuppe und Holzpfeil. Also das kann es nicht sein. Trank? Flaschenwasser? Nee. Also was haben wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt eingesammelt? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht, was hier neu ist. Naja. Komm her, Skeletti. Wo der Menschenfresser herkam, weiß ich übrigens auch nicht. Aber wir könnten jetzt mal, wir gucken uns jetzt mal das hier an. Das gehen wir nur. Was? Was ist denn das? Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht, was mich vergiften kann? Ich weiß es nicht. Du wirst es doch nicht gewesen sein, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was mich hier andauernd verletzt. Da ist ein Menschenfresser. Wir gucken gleich mal, was der uns... übergib, wenn wir den umhauen. Der Regenwurm! Der war's, diese Mistkreatur. Ach, diese Regenwürmer gehen mir so auf den Sack. Darf man das... Das ist bloß eine Fledermaus. Darf man seinen Unmut über diese Regenwürmer so äußern? Die gehen mir echt auf die Nüsse. Sowas von. So, wie kriegen wir jetzt den... Ich möchte ja gerne mal... Was ist das? Ich glaube, wir sind hier noch immer in einem Bereich... Oh.
Ich habe kein Licht mehr. Nur einen Menschenfresser sehe ich da. Tut uns wirklich alles, tut uns hier weh. So. Der Blutmond steigt auf. Auch das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen wieder. Gut. Da oben gibt es Kupfer in rauen Mengen. Ist natürlich schon ganz schön krass. Hier ist es ganz schön heftig. Verwinkelt alles. Ach. Ich sollte mir das mal abgewöhnen, immer hier direkt loszubauen und erst die Waffe auszuwählen. Oder eben die Steine. So, was haben wir hier? Eine Mini-Horn ist ein Herz. Tja, dann würde ich sagen, graben wir uns doch mal in die Richtung durch. Und zwar ein bisschen nach oben, damit wir auch da ja das Kupfer mit ordentlich rankommen. Dann nehmen wir das nämlich gleich so ein bisschen mit weg. Wir haben mittlerweile relativ viel Kupfer, also ich denke, so langsam können wir uns auch da bedenkenlos dem Anbau oder dem Ausbau unserer Kupfersachen widmen. Was ist denn hier unten noch? Bevor ich einfach runterstürze, so. Jetzt brechen wir mal hier nach da drinnen durch. So habe ich es mir gedacht. Nein. Lava. Und noch ein Herz. Nein. Wie sieht das eigentlich aus? Meine Goldmünzen, Silbermünzen ist alles noch da. Ob das jetzt alles ist, weiß ich nicht. Ärgerlich. Ich bin ja froh, dass nicht alles komplett weg ist. Wenn ich an Minecraft zurückdenke damals, oje, oje, oje. Traurig wäre ich da jetzt gewesen. Aber ich habe ja meine ganze Munition noch. Aber ich denke, jetzt werden wir uns langsam mit dem Thema Eimer beschäftigen. Denn ich möchte mal Lava mit hier hochnehmen und gucken, ob ich damit die Zombies fernhalten kann. Deswegen bauen wir mal schnell einen Eiseneimer. Wenn da unten Lava ist, möchte ich das mal sehen. Dann gehen wir hier hin. Quitschibu ist gestorben, das ist natürlich traurig. Nehmen wir ein Eisenbarren, jetzt stellen wir uns mal vor den Amboss, die genau standen wir ja schon. Ich weiß nicht, kann platziert werden. Halt, warte. War der hier? Nö. Silberbarren. Da ist der Eimer. Ausrüstbar. 1 Abwehr. Ach so, das ist ein Helm. Das ist ja nur ein Helm. Das ist nur ein Helm.
Nee, den will ich nicht. Haftbombe, das will ich auch nicht. Kochtopf kann platziert werden. Jetzt dachte ich, da könnte man Essen mitmachen. Toilette kann auch platziert werden. Ein Laternenpfahl zum Beispiel. Da bräuchte man, was hab ich jetzt noch? Zwei Glas. Tja. Dann packen wir das wieder zurück. Das Eisen. So ganz für den Arsch will ich das Uni aus dem Fenster schmeißen. Jetzt haben wir hier wieder diverse Sachen. Nämlich die Leuchtwurzel, Leuchtwurzelsamen, Hornissenstachel, Knochen, warte. Das habe ich gerade gesehen. Die machen Fernkampfschaden, warte mal. Material verbrauchbar, ach so. Kann man wahrscheinlich werfen. So, hat man jetzt die Bomben eingepackt? Hat man die. Das ist alles mit Waffen? Doch, wenn das alles mit Waffen war hier oben, dann müssten da die Bomben auch sein, genau. Dann packen wir da mal schnell die. Gerade eben habe ich es noch gesehen. Ach, die Dynamit wollte ich da reinpacken. So, was ist das? Eine Weinrebe. Material. Aber wofür? Wofür brauche ich denn eine Weinrebe? Was mache ich mit der Weinrebe? Das alles kann es nicht gewesen sein hier. Krug, das kennen wir schon. Flasche. Nee. Dafür brauchen wir nur Glas. Wo ist jetzt die Weinrebe einzuordnen? Eine Eisenkette. Da brauche ich nur Eisen für. Bombe mit Glibber. Wofür zum Teufel brauchen wir die Weinrebe? Steinwand? Ich weiß es nicht. Fakt ist, wir haben Weinreben. Dann lege ich die erstmal mit hier rein. Das haben wir bestimmt von diesem Menschenfresser bekommen. Weil es beiden kann. Unten in die Kiste, im Keller. Wenn wir da wieder hinfinden, nachdem wir nun da leider gestorben sind. Es wurde ja schön ausgedrückt, Quitschibu ist geschmolzen. So. Nun denn, wir machen erstmal eine Aufnahmepause, da wir eh jetzt hier oben sind und der Weg nach unten lange dauern würde. Und wenn du möchtest, sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Wenn ich den noch schnell aus dem Weg geräumt habe hier. Also bis dahin, tschüss und alles Gute.